God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Hallo Leute und herzlich willkommen auf unser Kanal. Yo. Heute werde ich zeigen, wie ihr ganz einfach Clash Royale hackt. Vielleicht sehr viele Leute kennen das Spiel, glaube ich. Ja, dann los geht's. Als erstes geht ihr in eure Lieblingswebsite, ihr geht in Google. Danach schreibt ihr einfach AC Market. Ja. Danach geht ihr auf das erste da. Und Link ist in Beschreibung gegeben. Könnt schauen. Danach installiert es euch. Ich hab schon installiert. Das soll. Muss ich nicht wieder installieren. Ja, dann geht auf, wenn ihr fertig mit dem Installieren seid, dann geht einfach auf das App, also in AC Market eine. Ja, dann schreibt einfach Clash Royale. Das erste da. Wie ihr das seht, Mod ist Money, Unlimited Gems, also unendliche Edelsteine und Gold. Max Level, also Maximum Level. Ihr installiert es euch einfach. Ich hab schon, deshalb muss nicht warten, es ist schon installiert. Aber wie ihr da oben seht, da kommt Clash of Lights. Und ich werde euch zeigen, wie ihr das, wie ihr die Name von das ändert, also Clash of Lights. Könnt ihr einfach, ja, ich zeig's dir später. Ich überspringe das, weil es zu lang dauert. Ja, meine ist fertig. Ich gehe öffnen. Ja, okay. Und yo! Hier da oben seht 9,999. Das ist Gold und da sind die Edelsteine. 9,999,99 Edelsteine. Ja, mit dafür könnt ihr alles kaufen. Zum Beispiel Pokal 3800, Level 13 und so weiter. Zum Beispiel. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem. Ja, jetzt zeige ich dir die Namen vom Clash of Lights zu Clash Royale ändert. Dafür geht ihr ganz einfach in Play Store. Danach installiert es euch APK Editor. Ja, Link zum Beschreibung geben. Geht einfach da. Ich habe schon installiert. Wenn ihr auch fertig seid, öffnet es einfach. Dann App auswählen, danach wählt ihr Clash of Lights, dann App Infos bearbeiten. Wie ihr da oben seht, da könnt ihr die Version auch ändern und so weiter. Aber jetzt muss ich noch Name der App, da steht Clash of Lights. Ich schreibe Clash Royale, dann speichern, dann Verarbeitung läuft, das dauert ein bisschen, das springe ich auch. Ja, meine ist fertig. Die APK-Datei wurde gespeichert und ja. Jetzt müsst ihr installieren. Wenn ihr nicht installiert, klappt es nicht. Das soll installieren. Ja, das überspringe ich auch. Und ja, dann fertig. Dann lösche ich das alles zusammen. Und wie ihr da seht, da steht Clash Royale. Also das Spiel bleibt gleich alles, nur die Name von dem Spiel ändert sich. Ich zeig's euch. Ja, die Name hat nur geändert, sonst hat alles gleich geblieben. Ja. Und wenn ihr mit Facebook anmelden wollt, also da, müsst ihr erst eure Facebook-Team installieren, also löschen.
dann könnt ihr anmelden und wieder Facebook installieren. Also ihr könnt nicht installieren, wenn ihr, also ihr könnt nicht anmelden, wenn ihr Facebook habt. Also ihr müsst löschen. Ja, und das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr solche Videos schreiben müsst, lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Ciao.